Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das Vergessene Land. Ich habe das Spiel jetzt schon ziemlich lange nicht mehr aufgenommen, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir in Vundaria sind, dass wir zuletzt ein Horrorhaus abgeschlossen haben, ein Horrorhaus-Level, das war echt mega cool. Bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Und dass wir ebenso noch ein paar Blueprints haben. Hui, du hast aber viele neue Blaupausen für mich. Also gut, ich hole nur eben schnell mein Werkzeug. Dann können wir gleich mit dem Entwickeln loslegen. Alles klar. Ja, das Schwert. Vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower-Schwert kann nun zu kolossales Schwert entwickelt werden. Vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower-Hammer kann nun zu Spielzeughammer weiterentwickelt werden. Das nennst du viele Blaupausen? Ja, okay. Wir haben zwei Blaupausen. Werden dementsprechend dann auch direkt hier die Power-Ups weiterentwickeln lassen. Und ich bin mal gespannt, was sie so bringen. Ja, Mann. Spielzeughammer. Geil. Der Hammer hat sich zum Spielzeughammer weiterentwickelt. Ja, der macht auch diesen komischen Klick-Sound. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der so rumquietscht. Aber ja, so hört sich tatsächlich ein Spielzeughammer eher an. Wobei, ich glaube, es gibt so einmal diesen hier, wo quasi nur so ein Akkordeon dran ist und einmal, wo der Spielzeughammer dann auch noch quietscht. Aber gut, egal. So viele Arten von Spezialpower. Welche magst du am liebsten, Kirby? Ich glaube, ich würde sogar mit dem Kugelblitz gehen, weil der am krassesten ist. Und ja, man kann den halt einmal benutzen, kann ihn taktisch benutzen. Das ist ziemlich geil. Ansonsten würde ich als zweites wahrscheinlich das Schwert nehmen. Das Schwert ist ziemlich cool, obwohl der Igel auch nice ist. Ach, keine Ahnung. Aber ich glaube, das Schwert ist so ein Allrounder, tatsächlich. Okay. Übrigens auch witzig ist, wie Kirby so einen Helm auf hat. Das ist cool. Okay. Kolossales Schwert. Kolossales Schwert, Blaupause. Let's go. Das hört sich krass an. Und wird wahrscheinlich auch krass aussehen. Kann sein, dass es nur ein Großschwert ist, aber... Oh mein Gott. Die Spezialpower-Schwert hat sich zu kolossales Schwert entwickelt. Aber es kann auch sein, dass das Schwert ein echt cooles neues Design bekommt. Und genau so ist es auch. Alter, wie cool! Okay, nice. Let's go. Das nehmen wir mal mit. Und... Ach ja, die Filme wollten wir... sag mal. Mann, lass mich in Ruhe. Hier, die Filme wollten wir zum Schluss schauen. Also... Schauen wir nicht da direkt rein, sondern machen es wie geplant am Ende des Let's Plays in einem Bonuspart. Ich hoffe, ich denke an die ganzen Sachen. Es gibt ja jetzt schon so mehrere Sachen, die ich zeigen wollte zum Schluss. Und ich hoffe, ich denke dran. Okay, der Bombenschatz. Ich glaube, den machen wir direkt, bevor wir ins Hauptlevel gehen. Weil, ja, das hat letztes Mal gut geklappt. Also warum nicht nochmal? Let's go. Wirf Bomben. Ja. Okay. Ja, ja. Ja, ich mach das gerade ziemlich schlecht.
Wie viel Zeit haben wir eigentlich? 45 Sekunden. Ja, cool, dass der schon wieder ablockt. Hallo? Ach, Mann. Ja, da oben ist das Ziel, oder? Ja, aber easy. Das war ja mal mega easy. Ich habe mich so schlecht angestellt, aber hab's trotzdem noch geschafft. Ja, nice. Okay, nehme ich. Nehme ich mit. Also, ich denke schon, das wird man in meisten Fällen spätestens beim zweiten Versuch schaffen. Also, es ist meistens ja eher gut, sich ein Bild von dem Level zu machen. Weswegen die meisten das auch machen werden. Also, ja, werden die meisten oder werden einige nicht beim First Try schaffen, sag ich mal so. Aber kann man auf jeden Fall. Ist gut möglich. Machbar wollte ich erst sagen, aber egal. Die Wundaria Traumparade. Ist das der letzte Level? Oh, ich glaube, das ist der letzte Level. Ja, okay. Oder erscheint hier drüben noch einer? Nee, ne? Das war's. Ich glaube, wir gehen jetzt in den letzten Level von Wundaria. Die Welt war echt cool. Die hat mir sehr gut gefallen. Aber ist auch naheliegend, wenn man so ein Setting wählt mit, wenn man so ein Endzeit-Setting wählt. So wie es jetzt hier gewählt wurde. Halt einfach eine Welt, die von Menschen verlassen wurde. Und die man so erkunden kann, wo dann die ganzen Kirby-Charaktere reingeworfen werden. Und ich habe so das Gefühl, jetzt wird's richtig cool. Ah, geil. Richtig schön. Okay. Ich denke, das wird eher so ein Chill-Level sein. So fühlt es sich zumindest direkt an. Also genießen wir's, bevor wir in den Bossfight gehen. Oh, da ist direkt die erste Kapsel. Okay. Nehmen wir natürlich. Nehmen wir mit. Zack. Und dann, wenn wir die Welt abgeschlossen haben, bin ich auch mal gespannt, ob... Moment, ist das die zweite Welt? Ja, oder? Nee, die dritte. Das ist die dritte Welt. Was ist eigentlich mit dem, mit der Kapselmaschine? Mit der, Serie 2. Gibt's die nicht? Und wenn nicht, dann warum heißt das erste Serie 1? Also ich denke mal, ich dachte am Anfang, es würde pro Welt immer eine Serie geben. Eine Kapselserie. Aber gut, mal schauen. Vielleicht gibt es auch nur drei. Und das ist einfach... Hau ab. Das ist einfach ein bisschen... Ja, gesplittet so über die Welten. Sagen wir einfach, es gibt 9 Welten und dann kriegt man direkt am Anfang das erste und in irgendwie nach 4 Welten nochmal und dann ganz am Ende nochmal. Okay, nice. Zwar wieder dieselbe Aufgabe, finde ich eigentlich nicht so cool, aber ja, ich mag die Aufgabe. Das war ganz nett. Vor allem, weil es hier auch schwieriger war. Ich denke, wenn die überrollt werden, dann muss man die neu einsammeln. Oder hat es dann vielleicht sogar gefailt? Keine Ahnung. Sorry dafür. Wo war ich? Oh, man musste sogar stehen. Ich war bei... Ja, genau, bei den Kapseln. Dass man halt am Ende dann nochmal die nächste Kapselserie bekommt. Aber gut, mal schauen, vielleicht... wird das ja auch erst immer freigeschaltet, wenn man
die nächste Welt fertig hat. Also, dass die Serie nicht dann abgeschlossen wird, freigeschaltet wird. Wenn man die jeweilige Welt dazu hat, sagen wir, man schließt Welt 2 ab und kriegt man die nicht direkt, sondern ich muss erst Welt 3 abschließen. Mal gucken, mal schauen. Weiß ich noch nicht. Vielleicht war das bei Welt 1 dann nur... Aua. Vielleicht war es bei Welt 1 dann nur eine Ausnahme. Okay, ich dachte, man würde hier Damage kriegen, aber nö. Ach komm, ey. Jetzt lass mich doch mal da vernünftig landen und hier langlaufen. Boah, ich hasse diese Plattformen, beziehungsweise diesen Schlamm in Kombination mit den Plattformen. Irgendwie springt man da die ganze Zeit drüber. Okay, und hier wird einem das Tornado-Item angeboten. Power-Up, besser gesagt. Warum genau? Kann man den wegwirbeln, den Schlamm? Nee, kann man nicht. Okay, komisch. Aber man kann ja auf jeden Fall einen Schalter aktivieren. Was leckere Eiscreme-Spawns, die wir auch sehr gut gebrauchen können, weil ich mich dumm angestellt habe vorhin. Aber ja, wie gesagt, das ist ziemlich nervig mit den Plattformen. Okay. Die machen tatsächlich nichts. Hätte vielleicht gedacht, dass die... Ja, keine Ahnung, irgendwie aktiviert werden können oder so. Und hier ist ein Bonus. Okay. Gut, dann rein da. Der Übergang macht zwar absolut keinen Sinn, aber ja, okay. Scheiß drauf. Hier gibt's wieder ein Rennen. Das ist cool, dass wir es nochmal sehen. Dass das nicht exklusiv für das eine Level nur war. Das ist echt nice. Was passiert jetzt? Okay, ist er schafft eine Abkürzung. 5,5 Sekunden. Macht Sinn. Ja, dann let's go. Okay. Sehr schön. Netter kleiner Gag. Aber ich schaue mich nochmal hier hinten um. Nicht, dass es hier noch was gibt. Aber nee. Scheint nicht so. Okay. Dann lass mal ein Waddle Dee einsammeln. Aber es war tatsächlich ein sehr leichtes Rätsel. Also, ja. Kann man auf jeden Fall drauf kommen. Ich meine, der Kegel steht da direkt und da ist ein brüchiger Boden gewesen. Also, ja. Passt. Bisschen zu leicht, tatsächlich sogar. Aber gut. Cool, dass wir das mal wieder gesehen haben. Das ist, ja, das ist so eine Kartstrecke. Schön, dass es nochmal eingebracht wurde. Und da ist der nächste Waddle Dee. Den gönnen wir uns ziemlich easy. Sehr schön. Weiß gar nicht, hätte man den noch nachträglich kriegen können? Glaub nicht, ne? Dann kommt ja auch gar nicht mehr hoch, oder? Okay, hier erscheinen auf jeden Fall noch Münzen, die ich mir einsammeln werde. Ne, das ist tatsächlich ein Waddle Dee, den man verpassen kann. Ja, aber kriegt man hin. Sollte man auch hinkriegen, wenn man so ganz normal dahin fliegt. Also alles gut. Nein, Moment, da war ein Wanted-Poster, oder? Ah, schon wieder das komische Wanted-Poster sammeln. Nee. Ja, aber...
Die werden wahrscheinlich ziemlich einfach zu finden sein, zumindest wenn man darauf achtet, dass hier welche sind. Also, alles gut. Ist jetzt nichts Heftiges, was ich noch reinschneiden müsste. Schätze ich mal, hoffe ich mal. Natürlich immer... Ah, okay. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, sowas zu entscheiden. Weil man als so kleiner Kanal keine, Oh, ey, ja, komm. Jetzt kill ihn halt. Weil man als so kleiner Kanal keine Rückmeldungen bekommt. Oder nicht großartig zumindest. Oder sehr selten. Sagen wir, sehr selten Rückmeldungen bekommt. Und es dementsprechend, können wir, ja, ausspucken. Ich möchte nämlich das gern mitnehmen. Ich glaube, das geht. Ja, okay. Sehr gut. Und, ja, dementsprechend kann man auch schwer dann auf solche Sachen reagieren. Auf sowas wie, wie jetzt zum Beispiel, soll ich sowas noch zeigen? Soll ich sowas nicht zeigen? Wie weit soll ich das zeigen? Soll ich den Level nochmal spielen? Soll ich es einfach nur reinschneiden? Solche Dinge halt. Warum kann ich den... Was ist hier mit diesem komischen Würfel? Nichts? Oder wie? Oh, was? Oh, okay. Ich dachte gerade so... Was? Warum spuckt Kirby das aus? Was ist da? Ja, okay. Es muss ja irgendwo einen Dosenautomaten geben. Aber vielleicht etwas weiter hinten. Vielleicht muss man dafür wieder zurücklaufen. Na, mach den Kack da weg. Ja, gut. Ja, ja, da ist ein... Da ist ein Gegner. Quatsch, ein Waddle-Dee, besser gesagt. Das hört man direkt. Aber wir haben halt einen Dosenautomaten. Okay, was passiert, wenn ich da jetzt auf die Plattform drauf gehe? Ich würde gerne den Waddle-Dee mitnehmen. Also schaue ich einfach nochmal, ob es hier irgendwo einen Automaten gibt. Ich muss nicht diesen komischen Automaten hier einsaugen, oder? Nee, okay. Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Geh nochmal ein bisschen weiter zurück. Haut ab. Nur um sicher zu gehen. Ja, okay. Komm. Gehen wir weiter. Ich hoffe, dass das keine Falle ist. Also, dass man das noch kriegen kann. Das Dingen. Oder vielleicht muss man ja auch wirklich sehr weit nochmal zurückgehen mit dem Dosenautomaten. Das kann auch sein. Let's go. Schauen wir nach. Ja. Genau das habe ich mir nämlich schon gedacht. Aber eigentlich... ich dachte irgendwie, dass man hier noch... Oh, okay. Ich dachte, dass man hier noch eingesperrt wird. Also, dass da solche komischen... Okay, das war leicht. Das... hier solche komischen Wände links und rechts erscheinen, wodurch man dann nicht mehr von der Plattform runter kann. Aua. Ich wollte... Ja, okay. Egal. Gehen wir hoch. Und hier ist tatsächlich schon Schluss.
Sehr ungerne. Sehr ungerne. Mann, ey, das kann's doch nicht sein. Kommen wir vielleicht da hinten rein? Okay, nein. Das geht nicht. Und Wasser können wir auch nicht mitnehmen. Ach, Moment mal. Moment, man kann doch die Sachen hier wegstoßen, oder nicht? Wenn man die mit Wasser beschießt. Ja, 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 klar, klar, klar. Okay, okay, okay. Holy shit. Okay, ja, gut, gut, gut. Da hatte ich kurz, ja, keine Ahnung. Brain Lag, Brain Freeze, was auch immer. Wie man es halt nennen will. Aber das ist cool, dass ich das noch geschafft habe. Dass ich das noch mitnehmen konnte. Na, gib her. Und dann geht's los. Let's go. Nice. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber es ist halt einfach auch ein episches Level. Ein episches Weltendesign. Weltenthema. So. Alle versteckten Waddleys gefunden. Infernas Wanted Poster von Elfilin. Ja, das habe ich ja leider zu spät gesehen. Aber gut, man hat's gesehen. Das reicht. Man muss es einfach nur runterreißen. Und dann würde ich im nächsten Part da mal schauen. Oder für den nächsten Part dann auch mal schauen, ob sich die dritte Aufgabe lohnt zu zeigen. Aber erstmal wird hier das Boss-Tor aufgemacht. Drahtseilakt im Zirkuszelt. Waddleys haben dir beim Öffnen des Tors geholfen. Stell dich dem Boss. Jo. Und was wir auch machen werden, ist Feder-Tornado-Schatz. Was? Ohne Spezialpower Feder-Tornado kannst du diese Straße der Schätze nicht betreten. Finde die Blaupause und bring sie zum Waffenladen. Wir haben eine verpasst? Oder wie? Okay, interessant. Ja, wir werden auf jeden Fall erstmal eine Straße der Schätze noch machen, bevor wir einen Part beenden. Für alle, die das nicht sehen möchten, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und die anderen, willkommen im... Achso. Ah, okay. Nochmal. Willkommen in der Trial and Error Hölle. Ja, komisch ausgesprochen. Trial und Error Hölle. Trial and Error Hölle. Warum bin ich zu blöd, um das zu sagen? Und vor allem, warum bin ich zu blöd, um hier den Level zu machen? Okay, komm. Bisschen konzentrieren. Okay. Ich weiß nicht, ob uns das davon abhält, hier die Zeit zu schaffen, aber ich starte auf jeden Fall nochmal neu. Ja, gut. Scheiß drauf. Machen wir so. Ah, Mann, ich verliere richtig viel Zeit. Und hier rechts müssen wir lang. Gut, dass ich dieses Mal drauf geachtet habe. Okay, nice. Stürzen wir jetzt runter, oder was? Ah, geh, Kirby, bitte. Tatsächlich. Okay, let's go.
Und damit haben wir das komische Juwel hier, werden hier hingeportet und können das Glanzjuwel dann direkt einsammeln. Okay, nice. War easy. Sehr schön. Dann haben wir echt gut was geschafft heute. Dann bedanke ich mich auch bei den Letzten fürs Zusehen. Lasst auch ihr gern Like und Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ah, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht hier im Level bei der Challenge oder hier beim Boss wieder.